Der Mensch kann ohne Gold leben, aber nicht ohne Salz. Das soll schon der römische Senator Cassiodor vor 1500 Jahren gesagt haben. Lange galt ohne Salz kein Überleben. Damit wurde das weiße Gold zur Quelle von Macht und Reichtum. Die Stadt Salzburg wäre ohne das Salz vom Dürnberg bei Hallein nicht dieselbe. Das weiße Gold zeigte über die Jahrtausende am Dürnberg viele Gesichter. Seine Geschichte beginnt schon vor der Ansiedelung der Kelten, lebt mit den Fürsterzbischöfen ab dem 12. Jahrhundert wieder auf und ist bis heute unvergessen. Sie erzählt von Spaltung und Einigung, Prunk und Armut, Hochblüte und Verfall, Segen und Fluch. Für die Dürnberger und Hallainer war der wertvolle Rohstoff Identität und Lebensader. Als der aktive Salzbergbau in den 1980er Jahren für immer geschlossen wurde, brach für sie eine Welt zusammen. Doch noch immer lebt es in den zahlreichen Gängen unter Tage. Noch immer liegen unzählige Schätze aus längst vergangener Zeit vergraben. Der Dürnberg bei Hallein. Von eisenzeitlichen Gräbern durchzogen. Ausgehöhlt durch unzählige unterirdische Gänge, in denen sich durch das Salz die Geschichte vergangener Jahrtausende konserviert. Der Höhenrücken zwischen Halleiner und Berchtesgadener Becken hat viel zu erzählen. Nach Westen hin erstreckt er sich bis zur deutschen Landesgrenze. Seit Anfang des Zweiten Weltkrieges gehört der Dürnberg zur Stadtgemeinde Hallein. Bad Dürnberg hat sich als Kurort einen Namen gemacht und liegt im Hang wie ein kleines Gebirgsdorf. Die höchste Erhebung ist der Zinkenkogel mit über 1300 Höhenmetern. Im Winter geht es mit den Skiern den Berg hinunter, im Sommer über den Keltenblitz, die längste Rodelbahn Salzburgs. Zeichen einer neu gefundenen Identität. Davor gab es hier oben aber nur eins: das Salz. Die Geschichte des Dürnberger Salzes begann mit seiner Entstehung vor mehr als 250 Millionen Jahren. Kleine salzhaltige Quellen wurden bereits in der Steinzeit nicht nur von Wild genutzt, sondern auch von Jägern. Spätestens vor 2600 Jahren besiedelten dann die Kelten den Dürnberg. Durch trockenen Abbau begannen sie als erste zu den Salzlagern tief im Berg vorzudringen, begleitet vom spärlichen Licht der Leuchtspäne. Das prähistorische Stollensystem erreichte eine Tiefe von bis zu 220 Metern. Mit mühevoller Handarbeit gruben sich die Kelten mit ihren Eisenpickeln Zentimeter für Zentimeter durch unnachgiebigen Fels. Das Steinsalz, das die Kelten nach Obertage trugen, war überlebensnotwendig. Bis ins 20. Jahrhundert hinein war Salz nämlich das einzige Mittel, um Fleisch dauerhaft zu konservieren. Durch Einpökeln wurde dem Fleisch Wasser entzogen. Nach den Schlachtungen im Herbst halfen die so konservierten Vorräte, den Winter zu überstehen. Doch das Salz war nicht nur Überlebensgrundlage, sondern auch die Basis für Wohlstand und kulturelle Blüte. Die Kelten setzten sich aus verschiedenen Stämmen zusammen, die sich in ihrer materiellen Kultur ähnelten. Ihre aufwendigen Alltagsgegenstände finanzierten sich die Dürnberger Kelten zu einem guten Teil durch den Salzhandel. Viele Jahrhunderte war der Dürnberg eines der Zentren für Salzproduktion in Mitteleuropa. Archäologin Margarete Kirchmeier kennt die Ausgrabungsgebiete hier oben gut. Der Dürnberg hat als eisenzeitlicher Fundplatz eine zentrale Position in der europäischen Archäologie. Hier bei der Hexenwand sieht man an der Oberfläche noch die Strukturen der eisenzeitlichen Hügelgräber und Besiedelungen. Unterhalb der Hexenwand wurde in einem Fürstengrab ein weltberühmter Fund gemacht. Die Schnabelkanne hat man in einem Grab, da in dem anschließenden Wald, gefunden. 1932 ist die entdeckt worden, in einem Grab, das eigentlich schon antik beraubt war. Und es gibt nur ungefähr sechs annähernd vergleichbare
Kannen auf der ganzen Welt. Die Schnabelkanne wird auf 450 vor Christus datiert und zeigt fabelartige Raubtiere und Dämonen. Da ihre Form auf etruskische Vorbilder zurückgeht, ist sie ein Beweis dafür, dass der keltische Salzhandel weit über die Landesgrenzen hinausging. Was den Niedergang des Salzbergbaus und der Kelten am Dürnberg verursachte, darüber rätselt man bis heute. Dass er direkt etwas mit dem Salz zu tun hatte, ist aber eher unwahrscheinlich. Also es war sicher Fluch und Segen zugleich. Für die einen hat es Wohlstand gebracht, aber Wohlstand ruft natürlich auch immer Neider auf den Plan. Also es war sicher immer eine kriegerische Komponente dahinter, die wir auch in den Gräbern fassen können durch die Waffenausstattungen. Aber wir können keine Zerstörungshorizonte oder Ähnliches feststellen am Dürnberg. Man weiß jedoch, die Kelten gerieten militärisch immer stärker in die Defensive. Um die Zeitenwende ging nach dem römischen Alpenfeldzug die keltische Zivilisation in der römischen auf. Es kommen bis heute immer wieder keltische Relikte ans Tageslicht. Durch archäologische Grabungen, Erdbewegungen wie bei Bauarbeiten und Landwirtschaft oder durch illegale Sondengeher. Im Idealfall landen die Schätze dann im Keltenmuseum zur sicheren Verwahrung. Das Keltenmuseum ist eines der größten Museen für keltische Geschichte und Kunst in Europa. Früher wohnte in diesem Gebäude der Pfleger, das war der Verwalter der Erzbischöfe. Hier werden heute die Funde vom Dürnberg präsentiert. In diesem Kämmerchen wird die Vielzahl an Funden aufbewahrt, die in der Ausstellung keinen Platz finden. Besonders spannende Stücke wie dieses keltische Schwert aus Metall bleiben über Jahrtausende erhalten. Nach den Kelten wurde es längere Zeit ruhig am Dürnberg. Erst der Wanderprediger St. Rupert legte 700 nach Christus den Grundstein für die spätere Wiederbelebung des Dürnberger Salzbergbaus. Und zwar durch die Gründung der Stadt und Diözese Salzburg. Der Heilige mit dem Salzfass wurde der lokale Schutzpatron des Bergbaus und seiner Arbeiter. Noch heute hat er seinen Platz im Salzbergwerk auf dem Dürnberg. Schließlich wurde der Aufstieg Salzburgs zum Erzbistum eingeleitet. Damit war der Weg zur Herrschaft der Fürsterzbischöfe geebnet, die zugleich religiöse und weltliche Herrscher waren. Und in den Stollen des Dürnberges kehrte wieder Leben ein. Bis in das 12. Jahrhundert war Reichenhall der wichtigste Salzstandort. Durch das Wirken der Fürsterzbischöfe wurde Hallein aber bald Reichenhalls größter Konkurrent und avancierte zur bedeutendsten Saline im Ostalpenraum. Die Menge des geförderten Salzes sicherte den Reichtum des Landes. Davon zeugen bis heute die Prachtbauten in der Residenzstadt Salzburg. Zwei Drittel der Landeseinkünfte wurden durch den Salzabbau gedeckt. Archivarin Anna Holzner verwahrt im Stadtarchiv im Keltmuseum unter anderem alte Kassabücher und handgezeichnete Stollenpläne vom Dürnberg. Beim Salzabbau im Dürnberg kam weitestgehend das Laugverfahren zum Einsatz. Für diesen Nassabbau wurde das Wasser in den unterirdischen Laugkammern künstlich mit Salz angereichert. Das dabei entstehende Salzwasser, die Sole, leitete man durch überdachte Holzrinnen in die Salinenstadt Hallein hinunter. Dort wurde die Sole zur Weiterverarbeitung in verschiedene Sudhäuser geleitet. In den Sudhäusern wurde durch Auskochen das Salz aus der Sole extrahiert. Anschließend wurde es getrocknet und über den Land- oder Flussweg verfrachtet. Für das Salz vom Dürnberg war die Salzach ein Segen, sie war eine der wichtigsten Verkehrsadern. Das Salz provozierte einen radikalen Konkurrenzkampf zwischen den benachbarten Salzproduzenten. Ende des 12. Jahrhunderts beispielsweise ließ der Salzburger Erzbischof Adalbert II. Ganz Reichenhall mitsamt seiner Saline niederbrennen, um den Konkurrenten auszuschalten. Im 16. Jahrhundert war der Höhepunkt der Halleiner Salzgewinnung. Die Produktion erreichte ein Jahresvolumen von über 30.000 Tonnen. Ganze Schiffszüge fuhren nach Passau. Die hohe Produktivität änderte aber nichts daran, dass sich die Auseinandersetzungen um das weiße Gold fortsetzten. Spätestens dann ab 1580
ist der Protektionismus losgegangen. Das heißt, es wurden die Grenzen gesperrt, es wurden die Wege in Bayern gesperrt für die Salzburger. Die Salzburger haben im Gegenzug wieder die Schifffahrt gesperrt für die Bayern. Also es ist da dauernd hin und her gegangen. Und natürlich, je größer ein Land ist und je mehr Soldaten es hat, desto besser kann er sich in Szene setzen, was die Erzbischöfe in Salzburg dann nicht mehr geschafft haben. Die mussten immer verhandeln, mussten immer Verträge schließen, mussten immer Geld zahlen. Und schließlich sind sie immer mehr in die Abhängigkeit von Bayern gerutscht. Ab dem 17. Jahrhundert setzte ein schleichender Verfall der Salzproduktionsstätte ein. Der Salinenstandort war bald nicht mehr konkurrenzfähig. Für den Dürnberg hatte sich das Blatt gewendet. Und das spürte vor allem das Volk. Der Großteil der Menschen lebte in ärmlichen Verhältnissen. Die etwa 200 Knappen am Dürnberg hatten neben dem Bergbau meist eine kleine Landwirtschaft, die sie zusätzlich über Wasser hielt. Es hat jeder Bergknappe ein eigenes Lehen besessen. Der Grundeigentümer war St. Peter zu 90% und das Domkapitel, denen mussten Zins bezahlt werden. Aber sie konnten sich Vieh halten, sie konnten Landwirtschaft betreiben und auf diesen Lehen war das Recht verbucht, im Berg arbeiten zu dürfen. Dieses sogenannte Lehenschichtenrecht aus der Zeit Wolf Dietrichs wurde mit dem Lehen gemeinsam immer an die nächste Generation weitergegeben. Deshalb war die Dürnberger Bevölkerung eine eingeschworene Gemeinschaft. Mit einer Schicht durfte man zum Beispiel ein Vierteljahr im Berg arbeiten. Es war genug zum Überleben und trotzdem war ein sehr großer Teil der Dürnberger Bevölkerung verschuldet. Die Verschuldung reichte manchmal sogar über den Wert des Besitzes hinaus. Ein weiterer Beschäftigungszweig ergab sich aus dem Tourismus. 1607 durften die ersten erlesenen Gäste das Bergwerk am Dürnberg befahren. Damit ist es das älteste Schaubergwerk der Welt. Und die Knappen hatten als Führer zusätzlich Arbeit. In den Anfängen der touristischen Bergbefahrung bekam man nur mit einer persönlichen schriftlichen Genehmigung des Fürsterzbischofes Zutritt. Und die Obrigkeit wurde überhaupt abschnittsweise sehr vornehm durch den ganzen Berg geschoben. So auch Sigismund Graf von Schrattenbach. Er hat sein eigenes Besucherwagel gehabt, nicht? Einen Hund hat er gehabt, mit der geschoben worden ist. Und er war der Einzige, der fahren hat können, ja? Weil der ist nicht zu Fuß gegangen. Die anderen haben zu Fuß gemessen. Graf Schrattenbach war auch derjenige, der sich Mitte des 18. Jahrhunderts diese drei prachtvollen Fürstenzimmer im Keltenmuseum ausstatten ließ. Sie zeigen mit den 73 Gemälden den europaweit größten Bilderzyklus zum historischen Salzbergbau. Die Bilder geben auch einen Eindruck davon, dass früher ein Besuch im Bergwerk nichts für schwache Nerven war. Die längste Rutsche ging 80 Meter in die Tiefe mit einer Neigung bis 45 Grad. Mit einem Seil wurde gebremst. Eine rasende Höllenfahrt, berichtete man, und dass man wie Pfeile in die schwarze, unheimliche Tiefe rutschte. Während die Reichen sich vergnügten, hatten die meisten aber ein hartes Leben. Die Abbaumethoden im Dürnberg blieben bis zur Erfindung des Presslufthammers und der Diesellok dieselben. In diesen rauen Zeiten gab es für die Menschen Hoffnung von Seiten einer neuen Religion, die sich vom damals gängigen Fürchtekatholizismus abwandte. Mit der Proklamation seiner 95 Thesen gegen den Missbrauch des Ablasses leitete Martin Luther 1517 die Reformation in Deutschland ein. Bald schwappte das Gedankengut vor allem durch Luthers Schriften auch zum Dürnberg herüber. Und die wurden eben auch von den Bergknappen und Bergleuten gelesen. Das ist ja eine für die damaligen Verhältnisse sehr gebildete Schicht von Menschen, die also lesen können, die untereinander sehr vernetzt sind. Der Dürnberg wurde damit ein Zentrum der reformatorischen Bewegung, die selbstverständlich im Geheimen stattfand. Versteckt vor dem vom katholischen Erzbischof regierten Kirchenstaat. Jetzt ist natürlich der Dürnberg da nochmal auch besonders für geeignet. Das ist ja eine sehr abgelegene Gegend. Das heißt auch eine sehr abgeschlossene Gemeinschaft. Wenig Kontrollmöglichkeiten, heißt auch viel weniger als zum Beispiel in der Stadt Salzburg. Das heißt, man trifft sich zu Hause. Und dann sagt man, wir wollen aber nicht nur Hausandacht feiern, wir wollen auch richtig Gottesdienst feiern. Und jetzt feiert man draußen im Wald eben hier an diesem Predigtstuhl. Aber die schleichen sich natürlich sozusagen eher im Geheimen, im Dunkeln noch, am frühen Morgen heraus, treffen sich und hoffen, dass es keiner bemerkt.
Wurde man erwischt, drohten Anfeindungen, Gefängnisstrafen oder Zwangsarbeit. Trotz allem hielt man aber am neuen Glauben fest. Die Menschen sind dadurch auch selbstbewusster geworden. Und es ist sicher ein Grund gewesen, dass man das gemerkt hat, dass im Thürnberg was, oder überhaupt in Salzburg was ganz gewaltig schief läuft, weil eben die Opferstöcke leer geblieben sind. Und der Erzbischof hat sich gefürchtet, als Landesfürst, diesen Einfluss zu verlieren auf die Menschen. So begann die Obrigkeit, schärfer gegen den fremden Glauben vorzugehen. Am Beispiel des Bergknappen und Protestantenanführers Josef Scheitzberger zeigt sich das Schicksal der Protestanten in seiner ganzen Tragweite. 1686 musste er wegen seines Glaubens emigrieren. Seine Frau nimmt er mit, seine Kinder darf er nicht mitnehmen. Es wird argumentiert, die sind ja katholisch getauft, das ging ja auch nicht anders. Das heißt, er geht und lässt seine Töchter hier, er geht nach Nürnberg. Seine Frau stirbt ein Jahr danach. Man kann sich vorstellen, aus Kummer, die beiden kleinen Töchter sind bei fremden Familien hier. Scheitzberger folgten noch weitere 70 Dürnberger Bergknappen mitsamt ihrer Familien, teilweise ohne ihre Kinder. Die zweite, noch größere Emigrationswelle kam dann etwas später unter Fürsterzbischof Leopold Anton Graf von Firmian. Die Protestanten begannen öffentlich zu agieren. Auf diesem Bild bekräftigen sie durch Salz den evangelischen Glauben öffentlich zu leben. Um dann alles, was besprochen wurde, quasi zu besiegeln, hat man dann ganz nach der Schmiedezunft, eigentlich in der Schmiedezunft macht man das, hat man seinen Finger in ein Salzfass gesteckt und darum auch Salzlecker schwur. Das Salz in einer seiner uralten rituellen Bedeutungen unterstrich hier die Unauflöslichkeit des Paktes. Der Erzbischof sah sich gezwungen, seinen drohenden Machtverlust einzudämmen. Mit seinem 1731 erlassenen Emigrationspatent vertrieb er im ganzen Land Salzburg insgesamt 22.000 protestantische Bürger mitsamt ihrer Familien. Damit verlor Salzburg ca. ein Fünftel der Gesamtbevölkerung. Den Dürnberger Bergknappen hätte ihr Salz aber eigentlich den Hals gerettet. Zu wertvoll waren sie als Arbeitskräfte, um den Reichtum des Landes zu sichern. Sie waren vom Emigrationspatent ausgenommen. Dennoch entschlossen sie sich zu emigrieren, um ihren Glauben endlich frei leben zu können. Damit haben im Jahr 1732 780 Knappen und ihre Familien den Dürnberg verlassen. Das waren fast alle. Die fehlenden Arbeitskräfte am Dürnberg mussten sofort nachbesetzt werden, mit Bergmännern aus Berchtesgaden. Es sollte eine Zeit dauern, bis sich wieder Evangelische im Großraum der Stadt Salzburg niederlassen würden. Und zwar erst nach der Eingliederung Salzburgs in das Kaisertum Österreich im Jahr 1816. Die weltliche Herrschaft der Fürsterzbischöfe war zu Ende gegangen. Die evangelische Scheitberger Kirche in Hallein aus 1969 bietet den Evangelischen heute das, wovon sie dazumals am Dürnberg kaum zu träumen gewagt hatten. Die neuen politischen Entwicklungen mit dem Anschluss an das Kaisertum Österreich stießen auch für das Salz Türen auf. Die Salinenkonvention zwischen bayerischem König und österreichischem Kaiser regelte und verschriftlichte 1829 endgültig das Verhältnis zwischen Salzburg und Bayern im Salzwesen. Das ist nur das zusammengefasst zwischen zwei neu konstituierten Staaten, was früher immer schon gang und gäbe war. Die Salinenkonvention ist der älteste noch gültige Staatsvertrag Europas und ist trotz der Schließung des Salzbergbaus am Dürnberg unverändert gültig. Unter den Habsburgern entstand auch die Zentralsaline auf der Pernerinsel, der letzte große Versuch, die veraltete Saline zu retten. Sie ging 1862 in Betrieb. Damals war sie die modernste Salzsiedeanlage Österreichs. Bei einem Rundgang durch die Reste der Saline macht man eine Zeitreise durch mehrere Jahrzehnte. Das Salz dringt immer noch aus dem Holz und der Rost zerfrisst, was ihm in die Quere kommt. Ab 1955 ging auf der Pernerinsel die Thermokompressionsanlage in Betrieb und löste die Pfannen ab. Bald wurde mit der neuen Technik ein absoluter Spitzenwert erreicht. Über 70.000 Tonnen Salz pro Jahr konnten aus der Sohle vom Dürnberg produziert werden.
Ein wichtiger Abnehmer des Salzes waren die Solvay-Werke, die es zur PVC-Erzeugung brauchten. Was neben der Thermokompressionsanlage in den 1950er Jahren noch in Betrieb ging, war die Salzbergbahn. Eine Seilbahn, die von der Salzberghalle in Hallein bis auf den Dürnberg führte. Fast 50 Jahre lang war sie das wichtigste Verkehrsmittel auf den Dürnberg. Der Halleiner Bürgermeister Alexander Stangassinger ist ein alteingesessener Dürnberger. Heute führt sein Arbeitsweg bequem über die 1982 eröffnete Dürnberg-Landesstraße. Erst durch sie wurde das wirtschaftliche Potenzial der Kureinrichtungen und des Schaubergwerkes ausgeschöpft. An die alte Salzbergbahn, die bis 2001 in Betrieb war, erinnert sich Herr Stangassinger noch gut. Ich bin jeden Tag sozusagen mit der Seilbahn in die Stadt Hallein hinuntergefahren, in die Schule und dann wieder retour. Und das war oft einmal ein Erlebnis, weil speziell, wenn es dann recht gestürmt hat und der Wind gegangen ist, dann ist man halt in der Seilbahn gehangen und die Gondel hat hin und her geschaukelt. Und für uns Kinder war das ganz lustig. Trotz aller Bemühungen war das Schicksal des Dürnberger Salzbergbaus aber nicht abzuwenden. Die Eröffnung der Großsaline in Ebensee 1979 war der Todesstoß für den Dürnberg. Im Jahr 1989 wurden die Soleproduktion am Dürnberg und die Salzproduktion in der Saline auf der Pernerinsel eingestellt. Rund 800 Jahre ununterbrochene Salztradition für immer erloschen. Wirtschaftlich und vom Arbeitsplatzverlust her war das Ereignis wenig bedeutsam, denn für die Berg- und Salinenarbeiter war vorgesorgt worden. Aber es löste eine langjährige Identitätskrise der Stadt Hallein und des Dürnbergs aus, von der man sich nur langsam wieder erholte. Johann Schatteiner war der letzte Markscheider, also Vermessungsingenieur des Dürnberger Bergwerkes. Er war und ist mit Herz und Seele Bergmann. Im Laufe seines Lebens hat er fast alle Berufe rund um das Bergwerk und die Saline ausprobiert. Die Tage der Schließung hat er persönlich miterlebt. Saline, Hallein, alles schwarz beflaggt, und die Fahnen haben da geweht. Die Sirene war auf Dauerton. Zuerst haben die Kompressoren abgestellt worden. Es hat ungefähr eine Viertelstunde gedauert, bis die zum Stillstand gekommen sind. Dann war es ruhig, totenstill. Die Salinisten, die haben geweint, da sind die Tränen runtergekommen, aus, für immer aus. Das hat ungefähr ein Jahr gedauert, bis ich das da so halbwegs verarbeitet gehabt habe. Auch am Dürnberg oben war es ein ähnliches Bild. Die Schichtglocke wurde unter Tränen zum letzten Mal geläutet. 12 aktive Bergleute gibt es aber immer noch. Sie betreiben den Erhaltbergbau am Dürnberg. Durch den Gebirgsdruck verkleinern sich im Salzbergwerk die Hohlräume wie Stollen und Schaukammern um 1-2 cm pro Jahr und das von jeder Seite. Bergbaubetriebsleiter Johann Golser ist für die Abläufe unter Tage verantwortlich. Man muss sich vorstellen, wir haben im Bergbau drinnen einige Wasserorte, das sind untertägige Quellen und die Infrastruktur zu diesen Quellen hin muss erhalten bleiben. Das heißt, wir müssen hinfahren zu den Quellen, hinfahren können täglich und das Wasser dort fassen und das muss in Rohrleitungen ausgeleitet werden, weil wenn das jetzt wüt ausgerinnen wird, dann darf das natürlich Laugungen unkontrolliert vornehmen, da hätte es dann Massendefizit und somit obertägige Verbrüche wären möglich. Natürlich ist ein weiterer gewichtiger Grund für den Erhalt auch die Besucherstrecke, die im letzten Jahr eine komplette multimediale Neugestaltung erfahren hat. Rund 10 Millionen Euro wurden Ober- und Untertage in die touristischen Anlagen investiert, auch in das Keltendorf Salina. Seit kurzem gibt es sogar wieder Salz vom Dürnberg, in kleinen Mengen zwar, aber doch. Im neu errichteten Pfannenhaus am Dürnberg wird aus der Sohle vom Dürnberg das exklusivste Salz in der Produktpalette der Salinen Austria AG hergestellt. Die Sohle wird versoten, früher eben mit Holz, heute elektrisch. Wir heben es raus mit einem Sieb, ja, und früher hat man das abgeschöpft. Aber ansonsten ist die Herstellung gleich geblieben. Wo das Salz noch bis heute Verwendung findet, ist beispielsweise im Gradierwerk im Kurpark, ein Freiluftinhalatorium.
Das Kurzentrum hat dem Dorf am Dürnberg 1978 den Namenszusatz Bad eingebracht. Überall hat das Salz Erinnerungen und Spuren hinterlassen. Auf seinen Spaziergängen ist Johann Schattener gerne auf dem Knappensteig unterwegs, den früher die Bergarbeiter auf ihrem Weg in die Arbeit benutzt haben. Entlang vom Knappensteig findet man wie überall am Dürnberg noch alte Mundlöcher, Stolleneingänge, die in den Dürnberg führen. Am Friedhof liegen einige ehemalige Kameraden von Johann Schattener, denen er regelmäßig seine Ehre erweist. Zum Begräbnis eines Knappen wird noch heute der Bergmann im schwarzen Gewande gespielt. Vom Friedhof sieht man hinüber zur Wallfahrtskirche Maria Dürnberg. Sie wurde 1614 fertiggestellt und ist der älteste Marienwallfahrtsort in Salzburg. Die Bergleute haben eine intensive Marienverehrung gelebt. Am Turm gibt es noch eine Glocke aus 1504. Sie trägt ein Flachrelief mit dem ältesten Marienbild Dürnbergs. Diese Glocke schlägt noch immer zum Weggeläute der Bergknappen. Früher um 4 Uhr, heute um 5 Uhr morgens. Unterhalb der Kirche treffen sich die Dürnberger Schwertänzer zweimal im Jahr. Der Dürnberger Schwertanz ist der bedeutendste Brauch im Bereich des Salzbergbaus. Er wird seit rund 500 Jahren praktiziert. Bis zur Stilllegung der Saline 1989 war es ausschließlich Bergknappen erlaubt, mitzumachen. Johann Schattener hat kaum eine Aufführung der Dürnberger Schwertänzer verpasst, seit er auf der Welt ist. Geboren wurde er 1941 und er lebt immer noch am selben Hof wie damals, im Halleiner Ortsteil Winterstall, direkt angrenzend an Dürnberg. Schon als kleiner Junge hat er in den Maulwurfshügeln am Dürnberg keltische Schätze entdeckt. In der Nachbarschaft, da hat die Scherhaufen, da haben wir den Fuß drüber gefahren und da ist irgendwas hergegangen, entweder ein Scherm oder ein Stückerl Glas oder ein Stückerl Bronze. Und das hat man halt aufgeklappt, ne? Und hat es heimgetragen. Nach heutigem Gesetz müssen alle archäologischen Fundstücke beim Bundesdenkmalamt gemeldet werden. Und selber auf Schatzsuche zu gehen, ist verboten. Im Haus von Johann Schattener trifft sich die gesamte Geschichte des Dürnbergs. Und so manche absonderliche Andenken und Geschenke. Aus dem Bergwerk hat Johann Schattener selbst viele Relikte aus der Eisenzeit gerettet. Damals wurden sie oft weggeworfen. Das Salz im Berg konserviert organische Stoffe wie Leder, Holz oder Textilien, die sich anderswo schon längst in Luft aufgelöst hätten. Das ist eine Holzschaufel, Obersteinberg Hauptschachtricht, 1972 habe ich das gefunden. Da war ein Vortrieb durch eine Fremdfirma und die haben sich über das überhaupt nichts gekümmert. Nicht? Da bin ich beim Hund vorbeigegangen und da ziehe ich da ein Stück Schaufel. Dann ist das nächste hergegangen und das nächste. Da habe ich dann vier Stücke gehabt, dann gut, das ist eine ganze Schaufel. Dann habe ich das zusammengebastelt und zusammengeklebt und da ist diese wunderschöne Schaufel rausgekommen. Neben den Vitrinen und Regalen sind auch die Aktenschränke bei Johann zum Bersten voll. Seit 50 Jahren sammelt er Dokumente aus vergangener Zeit. Johann Schattener ist bis heute Anlaufstelle für viele, die in der Geschichte des Dürnbergs nach Antworten suchen. Er glaubt nicht daran, dass der Salzabbau am Dürnberg jemals wieder auferstehen wird. Aber sollte das doch geschehen, wird jener, der sein Grundstück erbt, immer noch das Bergschichtrecht für 1,5 Schichten besitzen. Und damit, wenn er das will, das exklusive Recht haben, mehr als ein Vierteljahr in den Stollen des Dürnbergs zu arbeiten.